Ja, mit unserer Via Culinaria Wissensküche möchten wir Experten, Praktiker, Gastronomen, Touristiker zusammenbringen, um gemeinsam zu überlegen, nachzudenken, Ideen zu finden, wie wir das Salzburger Land zukünftig mit seinen kulinarischen Qualitäten positionieren und weltweit vermarkten können. Dazu haben wir heute ins Gewandhaus eingeladen und über 230 Personen haben sich angemeldet. Es sind Spezialisten aus allen Branchen dabei, es sind Marktforscher, Trendforscher dabei, es sind weltbekannte Produzenten wie Josef Zotter dabei, der Koch des Jahrhunderts Eckhard Witzigmann und viele andere werden sich dem Thema widmen, mit dem Ziel, wie können wir das Salzburger Land als beste kulinarische Destination der Alpen zukünftig darstellen. Also Salzburg, wie gesagt, hat ja eine Haubendichte. Ja, das ist, kann man sagen, glaube ich, einzigartig in Österreich. Glaube ich mal, ja. Natürlich großartige, zum Beispiel die Oberhaus oder wie die Meier aus Zell am See oder der Wörther. Wir natürlich im Hangar 7, natürlich mit Roland Trettl und gibt es natürlich also sehr, sehr viele engagierte Leute. Und das Thema Essen hat einmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Salzburg ist auf jeden Fall, kann man sagen, das Land Salzburg, ein wunderschönes Land. Und eben, es liegt nahe eben mit diesen Produkten, was eben wir bekommen von den Produzenten, von den Bauern, ja, mit denen zu arbeiten. Ich hoffe, dass meine Bedeutung für die Region einen Wert hat für die Entwicklung der Region, für den Stellenwert der Landwirtschaft als den Ursinn der Landwirtschaft, nämlich Lebensmittel zu produzieren und nicht nur Rohstoffe zu produzieren, die noch auswärts gekarrt werden. Zum einen sind regionale Produkte verortet im geografischen Sinne, also im örtlichen Sinne, als Produkte, die in der Nähe produziert werden und dann relativ schnell zum Endverbraucher kommen. Das ist das eine Konzept der Regionalität und das andere Konzept ist die regionale Spezialität, die jetzt nicht zwingend mit der geografischen Nähe zu tun haben muss, sondern den kulturellen Ursprung, die Expertise und die Tradition in einer bestimmten Region aufgreift. Und dann natürlich habe ich gemerkt im Laufe der Jahre, dass dieses Nouvelle Cuisine, immer die kleinen Medaillons, immer die Koteletten und die Filets, ja, irgendwo den Leuten, kann man sagen, nicht zuwider wird, ja, einfach was anderes haben wollten. Und dann natürlich in meinem Restaurant Aubergine, was er dann damals die 3 Sterne bekommen hat, habe ich dann eben die Ohren angelegt, ja, und mit den Gästen gesprochen. Und natürlich, das war sehr wichtig, eben ihre Wünsche kennenzulernen. Sie haben sich geöffnet. Sie haben eben gesagt, sie möchten gerne mal auch mal ein Rehragout oder sie würden gerne mal einen Linseneintopf oder wie auch immer. Nur in einem 3-Sterne-Restaurant das zu machen, war natürlich eine ganz große Gratwanderung. Das Thema Regionalität, authentische Produkte, regionale Spezialitäten wünschen sich unsere Gäste. Über 70% unserer Gäste möchten das im Urlaub genießen. Und wir sind überzeugt, dass dieses Thema in Zukunft die Top-Tourismusdestinationen auszeichnen wird. Aus diesem Grund versuchen wir, unsere Produzenten mit unseren Gastronomen zusammenzubringen, um diesen Wunsch unserer Gäste, von dem auch die Einheimischen profitieren können, zu erfüllen.